Hi Leute, ich bin Markus und stelle euch heute den nächsten Ausbildungsberuf vor. Wir sind beim Bundesverwaltungsamt in Köln. Ich treffe jetzt den Freddy. Der ist im zweiten Lehrjahr der Ausbildung Fachinformatiker mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung. Und wie dieser Job genau aussieht, das zeige ich euch jetzt. Freddy, wir sind an deinem Arbeitsplatz angekommen. Ich sehe erstmal viel Technik. Bevor wir darüber sprechen, muss ich aber natürlich fragen, wie bist du denn eigentlich hier gelandet? Grundsätzlich mag ich halt das Programmieren selbst. Das hat mich auch schon vor der Ausbildung immer interessiert. Und zur Anwendungsentwicklung gehört halt eben nicht nur das Programmieren, sondern auch das Entwickeln, das generelle Entwickeln und nicht nur Umsetzen von Ideen. Und Ideen habe ich relativ viele. Okay, daran mangelt es dir nicht. Dann hast du sicherlich auch eine Idee davon, was man denn für diesen Job so mitbringen muss. Schulische Voraussetzungen, also ein Realschulabschluss, ein sehr guter Realschulabschluss oder ein Fachabi wären auf jeden Fall von Vorteil. Und man sollte auf jeden Fall logisch denken können und komplexe Zusammenhänge erkennen können. Und man muss auch gut mit Menschen können. Man erlebt täglich Meetings und man muss da auch wirklich generell einen Kontakt zu Menschen pflegen können. Was genau ist hier deine alltägliche Arbeit mit dem Computer? Also hier gerade habe ich jetzt mein Projekt offen. Dort bin ich momentan an einer automatischen Lieferprüfung dran. Also unsere Softwaredienstleister schicken uns fertige Software und diese muss halt grundsätzlich überprüft werden. Und da sind wir gerade dabei, eine Anwendung zu schreiben. Das ist meine Entwicklungsumgebung, so nennt sich das in Fachkreisen. Jetzt hast du ja schon von Meetings gesprochen. Vielleicht kannst du mich da auch mitnehmen. Was steht heute, irgendeine Call an oder so? Dass wir das auch mal sehen? Tatsächlich haben wir gleich noch eine Teambesprechung und wenn du magst, kannst du ja gerne mitmachen. So ein System, das versteht sich ja nicht von heute auf morgen, das muss man lernen. Wie genau geschieht das bei dir? Hier auf der Arbeit oder in der Berufsschule? Wie läuft das? Also ich mache ja eine duale Ausbildung. Das bedeutet, ich habe einen schulischen Anteil und einen praktischen Anteil. Der praktische Anteil ist halt hier im Amt. Und der schulische Anteil in der Berufsschule selbst hier in Köln. Und ja, in der Schule lernt man so gewisse Kernkompetenzen und hier in der Arbeit halt dieses tatsächliche Arbeiten am Projekt. Und so kombiniert sich das Ganze dann und später kommt dann die Abschlussprüfung auf einen. Und das Schöne an so einer dualen Ausbildung ist ja, dass man die Theorie mit der Praxis verbinden kann und nicht nur was Theoretisches lernt, sondern es auch anwenden kann. Darfst du das denn auch anwenden? Das ist ja auch immer so eine Sache. Also werden dir da schon Verantwortung übertragen? Auf alle Fälle, ja, natürlich. Gewisse Dinge werden uns schon übertragen, sonst können wir ja gar nicht richtig lernen. Also das gehört zu unserem Arbeitsalltag auch dazu. Das ist aber leider nicht immer selbstverständlich bei jeder Ausbildung. Also viele sind dann auch nur in der Theorie. Deswegen umso schöner, dass du sagst, dass du dann auch wirklich aktiv arbeiten kannst. Freddy, ich möchte dem Bundesverwaltungsamt nicht zu nahe treten, aber ich sag mal, es kämpft ja doch mit dem einen oder anderen Vorurteil. Wie war es denn bei dir? Warum hast du dich denn dafür entschieden? Ich glaube, ich weiß, was du da ansprichst. Also mit Digitalisierung ist es ja generell bei den Behörden immer so ein bisschen träge und ich sehe das nicht so sehr als Problem, sondern mehr so als Herausforderung. Und Challenge accepted, also. Das war dann damals auch der Grund, warum du dich dafür entschieden hast? Oder wie lief das? Ja, das war der Grund, warum ich zum Bundesverwaltungsamt wollte und da gab es noch ein paar andere Dinge. Also beispielsweise hat mich angesprochen, dass man mir auch wirklich Zeit für die Vorbereitung, die Prüfungsvorbereitung gibt, dass man gut ausgestattet wird, hier wird sehr gut vergütet. Also Vorurteile nicht bestätigt, ist besser als das? Vorurteile nicht bestätigt, nein, auf jeden Fall besser. Perfekt. Und bisher so ein Highlight deiner Ausbildung, was würdest du da sagen? Da gibt's viele, aber ein Highlight kommt noch auf mich zu. Okay. Und das ist die UFIT. Also das ist hier das BVA-interne Referat sozusagen für die Jugendlichen, für die Jugendlichen Aufsteigenden. Und im dritten Lehrjahr werde ich halt in diese UFIT kommen und dann eigene Projekte machen und mich somit vertieft auch auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Dann lass uns zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen. Ich vermute mal, wie jeder Azubi möchtest du auch später übernommen werden. Gibt es denn dann auch danach noch weiter Bildungsmöglichkeiten für dich? Ja, natürlich. Also hier im Amt kann man beispielsweise noch zur Hochschule des Bundes gehen und dort dann ein Informatikstudium anfangen und später dann eventuell sogar in den gehobenen Dienst einsteigen. Vielen, vielen Dank, Freddy, für diesen Einblick in deinen Job. Wirklich sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Das war also die Ausbildung Fachinformatiker mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Zum Beispiel, if, Dreh ist fertig, return, tschö mit Ö.